Hallo Leute, hier das zweite Video in der Serie. Heute oder jetzt Ertragsaufstellung vom Juni vom Balkonkraftwerk meiner Tante Efi. Und ja, der Monat, wie ich schon gesagt habe, im anderen Video von meiner Anlage, bis Mitte Juni war super sonnig und danach ja, ging es dann in Richtung ja, Regen, bewölkt, nicht ganz so doll. Was natürlich, ich zeige es euch mal. Wer denn die anderen Videos gesehen hat, und ich habe doch gemerkt, dass der Rosenstock, der da in der Mitte stand, hat doch ordentlich verschattet, und wie ich immer sage, große Dinge erfordern ihre Opfer, und er ist dem leider zum Opfer gefallen, ne? Und ja, er hat die Solarmodule doch schon deutlich verdeckt, ne? Und deshalb ist es jetzt abgeschnitten worden. Meine Frau, ich wollte noch ein bisschen stehen lassen, aber meine Frau sagt, nee, machen wir ihn ganz weg. Nun ist er ganz weg und dann ist es halt so. Sieht ein bisschen trostlos aus irgendwie, aber ja, was soll man machen? Hier ist noch ein kleiner Kirschbaum, der irgendwann auch in den Weg wächst, aber irgendwo muss man auch gut sein lassen. Und dann, ja, vielleicht baue ich die Module ja auch nochmal um, weil ich merke ja auch direkt Richtung Süden, die beiden unter Dachüberstand, ist nicht so die ideale Lösung. Aber bis jetzt, da sehe ich gerade, die Kabel hängen oben raus, da muss ich auch noch was machen. Aber ja, das wird sich dann alles ergeben, wenn die Zeit dran ist und die Bäume sind groß genug und die stehen im Weg, dann werde ich irgendeine Lösung finden. So wie mit dem Rosenstock. Nee, bestimmt nicht. Also die Bäume werden nicht abschneiden. Ne? Ja, gut. Ansonsten, ja, wir haben ja die zwei Rasenmäherroboter, die so ihren Dienst tun. Ne? Hier, ja, mit dem Kabel oberirdisch verlegt. Ja, das war, er schneidet ja immer wieder mal, ja, erwischt er die, ja, den Draht so blöd, weil doch eben so trocken war und nicht eingewachsen ist, da er immer mal wieder den Draht durchschneidet. Ich mache zwar immer schon ein bisschen oder spanne die neu, aber ja, irgendwo übersieht man doch mal eine Stelle. Ist leider so. Ja gut, aber darum soll es nicht gehen. Soll ja um die Ertragsaufstellung gehen. Ich gehe da mal zur Tante rein und dann werden wir mal die Werte aufschreiben und dann sehen wir uns drinnen. So, hier die Fritzsteckdose für das Balkonkraftwerk von Tante Evi. Und zwar, ja, sieht es hier auch monatlich auch ähnlich aus wie bei mir. Am Anfang viel Sonne, aber der Ertrag ist natürlich deutlich geringer. Ja, also ihr seht, insgesamt wird es quasi auch weniger tendenziell. Also scheint doch die Ausrichtung, Süd ist es zwar, aber nur mit 65 Grad aufgeständert. Und natürlich, der Dachüberstand nimmt ein bisschen was weg. Die Rose hat was weggenommen, aber der habe ich ja den Garaus gemacht. Sag ich mal, die habe ich jetzt zurückgeschnitten, damit der Ertrag wieder ein bisschen besser wird. Und ja, wie gesagt, die monatlichen Erträge sehen da ein bisschen schlechter aus, aber immer noch 3,8, 3,8, alles gut. Mehr schafft Tante Evi sowieso nicht wegzukriegen. Ne, 1,2, ich meine, bei mir war das wenigstens 2,5 irgendwo, ja. Hier 0,9, aber es ist so, wie es ist. So, dann gehen wir mal auf die Tabelle und dann gebe ich mal den Ertrag ein. Und zwar haben wir da, lasst mich mal gucken, und zwar haben wir da 83,1 Kilowattstunden Ertrag. Dann scrollen wir mal rüber zu den Zählerständen. Und zwar der Bezugszähler steht bei 9604 und der Einspeisezähler steht bei 140,8. Ja, damit sind wir dann bei 83,1 Kilowattstunden Ertrag. 31,5 Kilowattstunden haben wir leider eingespeist. 51,6 war der Eigenverbrauch. Damit 62%, ähnlich wie bei mir. 20,46 Euro nur noch Ersparnis durch den niedrigeren Strompreis, der jetzt bei Tante Efi da ist, sag ich mal. Der Strombezug 143 Kilowattstunden, Gesamtstromverbrauch 194 und ein Autarkiegrad von 26%. Ist auch ordentlich, könnte besser sein, aber ist alles ordentlich noch.
So, hier sind wir nochmal auf der Übersichtsseite. Ja, 363 Kilowattstunden haben wir dieses Jahr erzeugt, oder Tante Evi eher gesagt. 135 Einspeisung, 228 Eigenverbrauch, 62% Autarkierate. Oh, das wär toll. Also 62% Eigenverbrauchsrate und 20 ungefähr 19,6 Autarkie. Ja, ist nicht ganz so schön wie bei mir, aber immerhin auch ein Wert und man hat ein bisschen was gemacht. Ja, 500 Euro waren Anschaffungskosten. Quasi, also 1000 Euro waren Anschaffungskosten, 500 haben wir, hat Tante Evi als Förderung bekommen, also sind noch 500 übrig und 381 ist sie damit noch im Minus. Und wenn man den Break-Even-Point sieht, würde der 13.05.2025, der Strompreis ging ein bisschen runter, dadurch wird sich das doch auch wieder verlängern, 1,8 Jahre würden noch verbleiben. Gesamtlaufzeit bis zur Amortisation 2,5. Ja, es wird sich wahrscheinlich auf 3 dann hochschrauben, aber das ist natürlich auch ein toller Wert. So, das soll es gewesen sein und dann, ich wünsche euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal, ne? Bis dann.